ist daheim. Was machst du? Warte, ich freue mich so. Das ist die Anna, meine Freundin. Hallo. Hi. Das ist die Bini, meine Ex-Freundin. Ah, freut mich. Mia. Habt ihr was dagegen, wenn wir uns beim Daten anschließen? Dass ich dich mal wieder ordentlich abziehen kann? Ich weiß nicht. Ja, das passt doch super. Dann sieht man die jetzt öfters in Lansing. Ah, die nächsten 3 Monate erstmal nicht. Ich gehe nämlich mit dem Flori nach Kanada. Hast du nicht gesagt, das mit dem Flori, das war vorbei? Ja. Da hab ich mir gescheit was vorgemacht. Kathi, als ich den vorher gesehen hab, das war es, weil ich nicht weg bin. Ich bin immer nur total verliebt. Vielleicht wird das ja gar nichts mit denen. Also die mal miteinander gesehen. Freilich wird das was. Die anderen, die ist witzig, die ist gescheit und gut ausschauen tut's auch noch. Kathi, die wenn nicht mit dem Flori zusammen war, die kann ich mir sogar als Freundin vorstellen. Ich bin deine Freundin, dass das klar ist. Ich bin jetzt einfach 3 Wochen spät nach Lansing zurückgekommen. Und jetzt ist es, wie es ist. Jetzt läufst du da noch ständig über den Weg. Ja, du musst jetzt durch. Hier eher meinen Flori aus dem Kopf schlag. Das ist nur besser. Ja? Grüß Gott, Herr Kurz. Ja, grüß Gott, Herr Generalvikar. Grüß Sie. So früh habe ich Sie gar nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, Sie kommen erst gegen Mittag. Ah, ich habe mir gedacht, ich komme ein bisschen früher und dann gehe ich gleich bei einer neuen Messe. Ja, das freut mich aber. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich komme ungelegen, oder? Aber machen Sie keine Umstände, weil ich kann ja nur einen Spaziergang machen. Wirklich, macht mir gar nichts aus. Ja, wissen Sie, ich bin bloß mit meiner heutigen Predigt noch nicht ganz zufrieden. Haben Sie viel um die Ohren, gell? Sie wissen schon, wenn Ihnen die Arbeit mal zu viel wird, der wohlverdiente Ruhestand war auch eine Option. Ja, ja, aber mir geht's gut. Nein, mir geht's gut. Jetzt machen Sie eine Predigt fertig und ich würde sagen, wir treffen uns nach der Messe nebenan in dem netten Gasthof. So machen wir's. Für deine gut, Wiederschauen. Jetzt nicht zu ziehen, ja? Schau mal, wer da kommt. Hä? Ja, grüß dich, Gott. Hallo. Toni, danke dir recht schön, dass du heute während der Sonntagsmesse auf die Brunne aufpasst. Das mache ich doch gern. Das wissen sie doch. Ja, in die Kirche kannst du nicht mitgehen. Das musst du verstehen, gell? Schau. Ja, und Frauli ist ja auch nicht daheim, gell? Hm? So, da. Dankeschön. Wir zwei, wir gehen jetzt spazieren. Und dann bringe ich sie in den Brunnen mit. Einverstanden? Ja, freilich. Und schön brav sein, Brunne, gell? Das ist doch immer. Schau mal, was ich im Ball dabei. Super. Mit dem spielt sehr gern, hä? Ja, servus. Ja, schaut noch mal. Gerstl hier. Grüße Gott. Grüß Gott, Herr Gerstl. Ich möchte Sie bloß noch einmal an Ihre Rede erinnern. Sie haben doch hoffentlich das Jubiläum des Katzenzuchtvereins heute Nachmittag nicht vergessen. Ja, ja, natürlich das Jubiläum, ja. Ist es heute Nachmittag schon? 2:30. Ach. Ich habe es im Vorfeld überall als Reden angekündigt.
Die Leute freuen sich, dass der Landrat höchstpersönlich. Ja, natürlich, komme ich gern. Das ist ja überhaupt keine Frage, nicht, Herr Gerstl. Ne? Aber schauen Sie mal, war das vielleicht nicht, ich meine, Sie als Katzenkenner, der weitaus versiertere als wie ich? Hm? Diese Menschen haben Sie gewählt, Herr Schattenhofer. Ihnen ist hoffentlich klar, was das für einen Eindruck macht, wenn Sie sich jetzt nicht an Ihre Zusage halten. Ach, wo denken Sie denn hin? Natürlich komme ich und halte die Rede. Das freut mich zu hören. Wiederhören. Wiederhören, Herr Gerstl. Oh mein, eine Rede. Für Katzen. Das war halt ganz gut, gell? Ja, vor allem nicht so lang wie sonst. Ja, ich hab mich schon gewundert, warum Sie so zeitig zum Frühschoppen da sind. Ja. Kaffee noch. Grüß Gott. Grüß Gott. Gerade haben wir von Ihnen geredet, dass die Predigt heute schön war. Ja, danke schön. Danke schön. Grüß Sie. So, bitteschön. Vielen Dank. Warum ist das schön? Du wirst doch nicht schon wieder ein Fieber haben. Du musst mal eine Pause machen. Brauchst nicht meinen, dass ich nicht mitgekriegt hab, dass du das halbe die Essen zugeschickt hast gestern. Und heute stehst du schon wieder in der Kirche und holst die Mess. Na ja, wegen so einem kleinen Katar ist man doch nicht krank. Ja. Du musst das ernst nehmen. Also die Frau Brunner macht sich ganz umsonst Gedanken. Ja. Reden Sie doch einmal mit ihm, dass er auf Sie aufpasst. Auf mich hört er ja nicht. Also Sie sind tatsächlich recht blass. Du musst auf dich aufpassen und dich auskurieren. Alle Nasen lang hast du was anderes. Vor Weihnachten, da hat er überhaupt keine Stimme mehr gehabt. Na ja, ist schon recht, Frau Brunner. Jetzt hätte man gern die Speiskarten. Wie heißt im Winter nicht einmal ein bisschen erkältet? Sie meinen es ja besonders gut mit Ihnen, die Frau Brunner. Ja. Vielen Dank. Schön brav, gell? Unzählige Tests haben bewiesen, dass Katzen und Hunde zwar unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterm Strich aber wohl ähnlich intelligent sind. Was ist denn mit dir, Brune? Hast du das jetzt vielleicht verstanden, was ich da gelesen habe? Geh, du brauchst dich doch noch nicht ärgern. Nein, schau, das Herrle, das glaubt doch das selber nicht. He? So, das muss jetzt eigentlich klangen, da, was das Ganze ist, gell? Ja, also, du, wir können noch nicht spazieren gehen. Nein, du warst ja schon mit der Toni unterwegs. Ich muss jetzt noch ein bisschen üben, die Rede. Ja, verstehst du? So, jetzt pass auf. Liebe Katzenfreunde, in deutschen Haushalten leben 7 Millionen Hunde, aber 12 Millionen Katzen. Damit sind die Nachfahren der Falbkatze das beliebteste Haustier. Hast du das jetzt vielleicht auch verstanden? Hä? Was soll man sagen? Die innige Freundschaft zwischen Mensch und Katze hält bis. Hey. Ja, 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 ich weiß schon, komm. Ja, was ist denn? Hä? Mei, dass du gleich so durchdrehst wegen der Katzengeschichte. Ist ja gut, gell? Ach, Herr Brunner. Dadurch die Rede auch am liebsten gar nicht halten. Hm? Ah, Sie versteht alles. Ja. Ich will so schnell wie möglich mit den Bewerbungen anfangen. Wie weit hast du denn weggehen von Lansing? Nein. Ich hab mir jetzt gedacht, ich fange mal so im Umkreis von 20 Kilometern zum Suchen. Und wenn ich was Gescheites finde, dann kann man doch zusammenziehen in so eine richtige Mädels-WG. Magst du nicht? Ali Mogi. Aber bist du da wirklich sicher, dass du es auf Dauer da aushältst? Du meinst wegen Flori und der Anna. Billy, die hat's gestern echt erbröselt. Ja, das stimmt schon, aber ich fühle mich in Neumarkt seit der Sache mit den Drogen einfach nicht mehr wohl. Und das, obwohl ich mich mit meinen Eltern wieder echt gut verstehe. Wir brauchen einen Neustart, verstehst du? Da ist das nicht der richtige Ort. Und außerdem sind die doch jetzt erst einmal 3 Monate in Kanada. Hm. Das ist aber eigentlich nur gescheit,
Du hast ihn wie ein Neuer kennengelernt. Ja, hast du gesehen, wie weit der geflogen ist? Oh, du stärfst aber nur üben, gell? Du, ich bin jetzt in der Aufwärmphase. Pass auf. Na, ja, wird man, dass du trotzdem nicht weiterkommst, weiß ich. Warte. Wer bei 10 Mal weiter spuckt. 3, 2, 1. Es ist voll unfair, denn die Kenntnisse haben viel größer als meine. So ein Schmoll, der sagt, reden in so einem Spuck. Also? Jetzt mag ich nimmer. Hatschi! Danke! So, schau her, das passt so. Lässt du dir? Du, der Hubert ist halt aber nicht lang geblieben. Du, die wollten, glaube ich, nur einen Ausflug mit der Franzi machen oder so. Also, pfiat dir dann, servus. Hat alles passt. Es war köstlich. Aber ich muss leider schon aufbrechen, weil meine Schwester hat nach Bayerkofen geheiratet. Und wenn ich schon mal in der Gegend bin, Sie wissen schon, gell? Lassen Sie es ja natürlich eingeladen, Herr. Ja. Was denkst du denn, Frau Brunner? Du hast ja dein Essen schon wieder nicht gepackt. Ich hab heute schon ganz gut gefrühstückt in der Früh. Also, da bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung. Und Sie, Pfarrer Kurz, versprechen mir, dass gut auf einen aufpasst. Mach ich. So. Also, pfiat dir noch gut. Gottes Segen, Herr Kurz. Wiederschauen. Wiederschauen. Pfiat dir noch gut. Das weißt man wirklich nicht. Wenn du deine Erkältung weiter verschleppst und nicht richtig auskurierst, dann bräselt es dich wirklich. Ja, aber was soll ich denn machen, Frau Brunner? Schauen Sie, das Pfarrhaus ist eiskalt, die Heizung ist kaputt. Und erst übermorgen kann er dann kommen zum Reparieren. Warum hast du das nicht eher gesagt? Also, bis deine Heizung wieder funktioniert, wohnst du da bei uns. Kein Widerrede. Und ich gehe jetzt nach und richte sofort das Gästezimmer her. Jetzt komm. Ja, Bruni, schau mal, schau, wer da kommt. Die Toni, schau. Hab mir doch gedacht, dass ich sie hier treffe. Ja, ja. Den Ball, den wollte eigentlich der Bruni schenken. Ach so, hast du eigentlich gewusst, dass sie alles versteht, was mir ihr sagt? Hä? Bei der Vorbereitung für die Rede, ja, für den Katzenzüchterverein, verstehst du, da hat sie sich sowas von aufgeführt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Lorenz, komm. Ja, doch, Servus. Wenn ich es euch sag. Du, also, wenn ich was gesagt hab, so schöne Sachen über die Katzen, ja, dann war's ganz durcheinander, was da. Ja. So, so. Mutti, wiederschauen. Stehst du überhaupt? Froni, Roland, sag's mal. Habt ihr heute Nachmittag irgendwas vor? Schon? Gemütlich auf dem Sofa flacker, oder? Also eigentlich nichts Dringendes. Hm? Lorenz, was willst du denn? Ja, es ist wegen dieser Rede da vom Katzenzüchterverein heute Nachmittag um 13:30. Weißt du, ich will das der Bruni einfach nicht antun. Ja, die hat sich da so aufgeregt im Nebenzimmer, verstehst du? Und vielleicht tut sie sich quälen, wenn es dann da mit hingemessert, ne? Also ins Feindesland quasi. Ach so. Naja, eigentlich könnte man doch schon kurz auf sie aufpassen, ne? Nein, um das geht's jetzt nicht, sondern es ist so, Froni, schau und. Moment. Du wusstest aber jetzt nicht, dass ich deine Rede halte. Ja, weißt du, das ist doch nicht voll. Schau, das sind nur ein paar Minuten und alles wegen der Bruni. Das kommt überhaupt nicht in Frage, aber Lorenz. Wieso denn? Du kannst es doch nicht so stehen lassen. Schau mal her, schau, wie es schaut, hä, Roland. Naja, weißt, ich denke mir, vielleicht fühlt sich so ein Hündler wirklich nicht sehr wohl auf so einer Veranstaltung. Halt's nur zusammen, ihr zwei. Ich hab da schon schön eingekatzt. Ja, danke schön.
laufst du denn so? Ja, wir sind halt nicht mehr die Jüngsten. Also, ich bin älter wie du und ich merk die Treppen gar nicht. Ja, also, ganz ehrlich gesagt, fühle ich mich in letzter Zeit so schlapp. Also vor deiner Erkältung? Ja, schauen Sie, normalerweise mache ich da über meine Spaziergänge, gell, aber in letzter Zeit da. Also hast du nicht bloß einen Katar. Warum hast du denn allweil so da, als wenn nichts war? Ja, ich wollte mir halt vom Generalvikar annehmen. Jetzt ruhst du dich erst einmal aus. Ja. Weißt du was, jetzt mache ich da eine Wärmflasche. Ich bin entspannt. Ja, das sehe ich. Danke nochmal für die Einladung. Also wer seine Prüfung zur Friseurin so gut bestanden hat, der hat sich schon einen Kuchen verdient. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Von mir auch. Danke. Was hast du jetzt überhaupt vor als nächstes? Die Bini, die zeigt nach Lansing und sucht seinen Job, deine Kind. Ehrlich, ja. Oder? Du, wenn's magst, kannst du bei uns vorübergehend wohnen. Korbi, sein Zimmer war frei. Oh, das war doch natürlich super. Ich war eher für ein Poldi, sein Zimmer. Ich meine, ein Poldi, sein Zimmer ist ja näher an meinem Draht, ist besser. Von mir raus. Dann habe ich gleich drei gackernde Hähne da oben. Halt, Moment. Heute hat es der Lieblingsnachspeise gegeben und ich hab das aufgekommen. Dankeschön. Ja, ich mag auch. Wenn du brauchst, bist, lass ich ihn mal probieren. Danke nochmal. Kann ich das mit hochnehmen? Sicher. Danke. Hey, ihr zwei. Habt ihr gerade was vor oder wollt ihr noch Revanche beim Daten? Na, anders mal gerne, aber wir sind eh schon spät dran. Wir wollten eigentlich nur. Was habt ihr vor? Wir fahren nach Bayerkofen auf den Sprung. Genau. So, viel Spaß. Danke. Servus. Servus. Für dich. Servus. Dankeschön, Frau Brunner, dankeschön. Jetzt gehst du aber ins Bett. Ja. Was ist denn? Schwindlig. Schwindlig ist mir. Jetzt rufe ich aber unseren Hausarzt da. Nein, also, ich ruhe mich bloß aus und dann. Nein. Du lass dich von einem Doktor anschauen, ob dir das passt oder nicht. Ja. Übrigens, kennen Sie den wahren Unterschied zwischen Hunden und Katzen, Frau Brunner? Noch nicht. Hunde haben ein Herrchen, Katzen haben Personal. Grüß dich, Gott. Grüß dich. Entschuldigen Sie, Herr Gerstl, dass ich die Rede nicht selber gehalten habe. Aber mei, als Landrat, da kann man sich jetzt reißen. Gell? Ich finde schon, dass Sie wenigstens hätten persönlich absagen können, Herr Schattenhofer. Ja. Das wollte ich auch machen, dass ich mich. Aber es ist ein wichtiger Termin dazwischen gekommen. Und dann war ich auch der Meinung, dass natürlich der Besuch von der Frau Bürgermeisterin genauso ehrenvoll ist, als wie. Oder hat es da ein Problem gegeben? Nein. Also, die Frau Brunner hat das ganz wunderbar gemacht. Ja, alles andere hätte mich auch gewundert, ne? Nachdem die Rede aus meiner. Lorenz, danke. Das freut mich wirklich, dass du so viel von mir hältst. Aber noch mehr gefreut mich natürlich, dass die Katzenzüchter so zufrieden gewesen sind. Na, mehr als das. Ihre Rede, die war wirklich warmherzig. Und wenn man diese kurze Vorbereitungszeit bedenke, also Hut ab, Frau Brunner. Die Herrschaft von der Presse, die waren ja ganz begeistert. Die haben ja gar nicht mehr aufhören können mit Fotografieren. Ja, also da werden Sie sicher einen sehr wohlwollenden Artikel bekommen, Frau Brunner. Ja, und ich möchte mich ja noch mal persönlich bedanken. Ach, dankeschön. Gern, Herr Gerstl. Ja. Wiederschauen. Wiederschauen. Also, du hast es doch bloß abgelesen. Geschrieben hab's ich, das hättest du also der Presse schon sagen können. Ja, was hätte denn dein Hund dazu gesagt, wenn du morgen den Artikel vorgelesen hättest? Wo er doch so sensibel ist. Hm?
Und? Ehrlich gesagt, gefällt mir das gar nicht, was ich da gehört habe. Was haben Sie denn noch für Beschwerden? Ja, schon in letzter Zeit bin ich halt so miert und. Aber schlafen kann ich trotzdem nicht. Und meine Füße, also die Beine, die sind so, so schwer. Und dann ist mir auch plötzlich schwindelig geworden. Also am liebsten würde ich Sie sofort in eine Klinik einweisen. Ja, um Gottes Willen, warum denn das? Wenn ich mir alle Symptome so anschaue, könnte sich das um ein Herzleiden handeln. Was? Es wäre in jedem Fall ratsam, das genauer untersuchen zu lassen. Ja, aber Sie, ich habe noch nie was am Herzen gehabt. Herr Pfarrer, zwingen kann ich Sie nicht dazu. Aber ich rate Ihnen dringend, dass so schnell wie möglich einen Kardiologen aufsuchen. Ich gebe Ihnen mal eine Nummer von einem Kollegen da. Der ist wirklich sehr erfahren. Und für die Zeit bis zu einem Termin dort verschreibe ich Ihnen ein Mittel, das den Blutdruck senkt. Und dass Sie strikte Bettruhe halten sollen. Das brauche ich nicht extra sagen, oder? Und falls noch mal einen Schwindelanfall haben sollten, lassen Sie sich gleich ins Krankenhaus einweisen. Und habe ich zu viel versprochen? Der Film, der ist doch echt so lustig. Aber dir geht's trotzdem noch nicht besser. Lass das mit Flori einfach nicht los. Aber jetzt hast du ja mich. Und jetzt? Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du es jetzt eine Zeit lang nicht mehr siehst. Kadir hat mich überschätzt. Ich halte das nicht aus. Wie heißt das? Du willst jetzt doch nicht in Lansing bleiben. Ich kann nicht in Lansing bleiben. Ich muss weg von da. Zumindest bis die zwei in Kanada sind. Hallo? Hm? Was? Kanada, Wohnung, mir zwei? Hast du das vorhin nicht komisch gefunden? Was? Ja, mit Bini und Kathi. Die haben es plötzlich so eilig gehabt, das war doch nicht normal. Hey, bei denen ist selten was normal. Meinst du, das hat was mit uns zu tun gehabt? Also, ich glaube nicht, dass die Bini eifersüchtig ist. Wir sind ja schon ewig nicht mehr zusammen. Hätte sein können. Also, was war jetzt mit Wohnung? Ja, schwierig. Schau mal. Das ist halt echt einmal 8 Kilometer von der Uni weg. Also, Herrschaft, Zeiten munter. Es ist Sonntag. Das ist doch meine Viecher wurscht. Ja, deswegen kriegst du deinen Stall auch nicht eher genehmigt. Ja, ich ruf morgen meine Sekretärin an und lass dir von ihr einen Termin geben für mich. Ja, also dann, ich möchte jetzt meinen Kuchen essen. Servus. Ja, servus. Servus. Bleibst du das? Was ist denn, Bruni? Also, ich hab doch über Katzen überhaupt gar nicht geredet. Du, Ludi. Oder hab ich's doch gesagt? Sie glauben aber nicht im Ernst, dass die Bruni sich aufregt, sobald es um Katzen geht, oder? Das hab ich doch selber erlebt. Wissen Sie, auf was die eigentlich reagiert? Auf ihre schlechte Laune. Okay. Was denn gesagt? Die Bruni, die merkt es, wenn sie sich über irgendwas ärgern. Das tun die meisten Tiere. Sie werden halt von Anfang an keine Lust auf die Rede bei diesem Katzenzüchterverein gehabt haben. So ein Schmarrn. Entschuldigung, Telefon. Ja, Baby. Was? Bist du wieder zurück, Baby? Aha. Ja, ja, natürlich. Bin schon unterwegs, gell? Bitte. Was ist denn? Siehst du das? Das Helle hat uns Stress. Der Hund, der merkt's und denkt sich, da stimmt irgendwas nicht. Naja, es heißt ja nicht umsonst, wie der Herr so's geschehen. Ja, der Herr Generalvikar. Grüß dich. Ich hätte es gar nicht damit gerechnet, dass Sie noch da sind.
Waren Sie nicht heute in der Früh schon beim Herrn Pfarrer? Ja, genau. Und da bin ich zu meiner Schwester nach Bayer gekommen. Und jetzt stellen Sie mir vor, die hat heute in der Früh erst erfahren, dass sie demnächst Oma von Zwillingen wird. Ach, mein Schi. Und jetzt habe ich mich daran erinnert, dass bei euch am Schwarzen Brett ein sehr günstiger Zwillingskinderwagen inseriert ist. Ja, ja, das ist bestimmt der von der Frau Röder, gell? Ja. Ah, das ist ein ganz ordentlicher. Der ist bestimmt tipptopp in Ordnung, der Wagen. Mhm, sehr gut. Hm? Der Herr Pfarrer hat sich bestimmt gefreut, wie sie ihn heute in der Früh besucht haben. Solange der jetzt schon angeschlagen ist, hat ihm das bestimmt gut getan. Aber, hören Sie mal, die Frau Brunner hat sowas auch schon erwähnt. Sagen Sie mal, muss ich mir vielleicht Sorgen um ihn machen? Aber Sie brauchen nicht meinen, dass der vielleicht einmal im Bett bleiben darf, geschweige denn zum Doktor gehen. Nein, nein. Also da kannst du hierhin an den, was du willst. Soll ich ihn mal drauf ansprechen? Na, das war nett. Vielleicht hört er ja auf ihn. Hm? Das ist bestimmt Frau Kirchleiter, mit der bin ich mir nicht verabredet dann. Lassen Sie da überhaupt den aufhalten von mir. Bin schon weg. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau Vogel, was fällt Ihnen denn eigentlich ein? Mein Gesundheitszustand geht niemandem was an. Am allerwenigsten den Herrn Generalvikar, gell? Macht's auch einen Videoabend? Ich will auch gerade Verpflegung. Nein. Ich. Was hast du denn vor? Ich fahr zurück nach Neumarkt. Willst du nicht länger da bleiben? Schon, aber. Man darf ja seine Meinung doch ändern, oder? Freilich. Ich wundere mich trotzdem. Also dann. Flori, ich wünsch dir alles Gute und eine schöne Zeit in Kanada. Was hast denn? Ich halte das einfach nicht mehr aus. Was denn? Dass du dein Leben mit der Anna planst. Ja, und dass du in sie verliebt bist und nicht in mich. Es wird Zeit, dass ich mich ein bisschen herrichte, gell? Nicht, dass ich da beim Schafkopfen so schlampert auflaufe. Na, Moment einmal. Also, wenn hier jemand eitel ist, dann ist es ja wohl meine Frau, die Tricksige. Obwohl ich weiß gar nicht, was hat, weil ab einem gewissen Alter da fällt es halt noch mal hier und da ein wenig. Das ist halt so, gell? Was haben Sie da so gehört? Also. Das ist die Anna, meine Freundin. Hallo. Hi. Das ist die Bini, meine Ex-Freundin. Ah, freut mich. Mia. Habt ihr was dagegen, wenn wir uns beim Daten anschließen? Dass ich dich mal wieder ordentlich abziehen kann? Ich weiß nicht. Ja, das passt doch super. Dann sieht man die jetzt öfters in Lansing. Ah, die nächsten 3 Monate erstmal nicht. Ich gehe nämlich mit dem Flori nach Kanada. Hast du nicht gesagt, dass mit dem Flori das war vorbei? Ja. Da hab ich mir gescheit was vorgemacht. Kathi, als ich den vorher gesehen hab, das war es, weil ich nicht weg bin. Ich bin immer nur total verliebt. Da oben ist da oben. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Da oben ist da oben. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du vielleicht wird das auch gar nichts mit denen. Hast du die mal miteinander gesehen? Freilich wird das was.
Die anderen, die ist witzig, die ist gescheit und gut ausschauen wird's auch noch. Die wenn nicht mit dem Flori zusammen war, die kann ich mir sogar als Freundin vorstellen. Ich bin deine Freundin, dass das klar ist. Ich bin jetzt einfach 3 Wochen spät nach Lansing zurückgekommen. Und jetzt ist es, wie es ist. Jetzt läufst du da noch ständig über den Weg. Ja, da muss ich jetzt durch. Je eher meinen Flori aus dem Kopf schlag, desto besser. Ja? Grüß Gott, Herr Kurz. Ja, grüß Gott, Herr Generalvikar. Grüß Sie. So früh habe ich Sie gar nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, Sie kommen erst gegen Mittag. Ah, ich habe mir gedacht, ich komme ein bisschen früher und dann gehe ich gleich bei einer noch in die Messe. Ja, das freut mich, aber nehmen Sie doch bitte Platz. Ich komme ungelegen, oder? Aber machen Sie keine Umstände, weil ich kann ja noch einen Spaziergang machen. Wirklich, macht mir gar nichts aus. Ja, wissen Sie, ich bin bloß mit meiner heutigen Predigt noch nicht ganz zufrieden. Haben Sie viel um die Ohren, gell? Sie wissen schon, wenn Ihnen die Arbeit mal zu viel wird, der wohlverdiente Ruhestand war auch eine Option. Ja, ja, aber mir geht's gut. Mir geht's gut. Jetzt machen Sie eine Predigt fertig und ich würde sagen, wir treffen uns nach der Messe nebenan in dem netten Gasthof. So machen wir's. Wird dir gut, Wiederschauen. Jetzt nicht zu ziehen, ja? Verstehst du? Schau mal, wer da kommt. Hä? Ja, grüß dich, Gott. Toni, danke dir recht schön, dass du heute während der Sonntagsmesse auf die Brunne aufpasst. Das mache ich doch gern, das wissen sie doch. Ja, in die Kirche kannst du nicht mitgehen. Das musst du verstehen, gell? Schau. Ja, und Frauli ist ja auch nicht daheim, gell? Hm? So, da. Dankeschön. Wir zwei, wir gehen jetzt spazieren. Und dann bringe ich es Ihnen in den Brunnen mit. Einverstanden? Ja, freilich. Und schön brav sein, Brunne, gell? Es ist doch immer. Schau mal, was ich im Ball dabei habe. Super, komm. Dem spielt's ja gern, hä? Ja, servus. Ja, schaut noch mal. Gerstl hier. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Gerstl. Ich möchte Sie bloß noch einmal an Ihre Rede erinnern. Sie haben doch hoffentlich das Jubiläum des Katzenzuchtvereins heute Nachmittag nicht vergessen. Ja, ja, natürlich das Jubiläum, ja. Ist es heute Nachmittag schon? 14:30. Ich habe es im Vorfeld überall als Redner angekündigt. Die Leute freuen sich, dass der Landrat höchstpersönlich. Ja, natürlich komme ich gern. Das ist ja überhaupt keine Frage nicht, Herr Gerstl. Ne? Aber schauen Sie mal. War das vielleicht nicht, ich meine, Sie als Katzenkenner, der weitaus versiertere als wie ich? Hm? Diese Menschen haben Sie gewählt, Herr Schattenhofer. Ihnen ist hoffentlich klar, was das für einen Eindruck macht, wenn Sie sich jetzt nicht an Ihre Zusage halten. Ach, wo denken Sie denn hin? Natürlich komme ich und halte die Rede. Das freut mich zu hören. Wiederhören. Wiederhören, Herr Gerstl. Oh mein, eine Rede für Katzen. Die Predigt war heute ganz gut, gell? Ja, vor allem nicht so lang wie sonst. Ja, ich hab mich schon gewundert, warum Sie so zeitig zum Frühschoppen da sitzen. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Gerade haben wir von Ihnen geredet und das Predigt heute schön war. Ja, danke schön. Danke schön. Grüß Sie. So, bitteschön. Vielen Dank. Warum ist das schön? Du wirst doch nicht schon wieder ein Fieber haben. Du musst mal eine Pause machen. Brauchst nicht meinen, dass ich nicht mitgekriegt hab, dass du das halbe die Essen zugeschickt hast gestern. Und heute stehst du schon wieder in der Kirche und holst die Messe. Naja, wegen so einem kleinen Katar ist man doch nicht krank. Ja. Du musst das ernst nehmen. Also, die Frau Brunner macht sich ganz umsonst Gedanken. Ja.
Reden Sie doch einmal mit ihm, dass er auf Sie aufpasst. Auf mich hört er ja nicht. Also, Sie sind tatsächlich recht blass. Du musst auf dich aufpassen und dich auskurieren. Alle Nasen lang hast du was anderes. Vor Weihnachten, da hat er überhaupt keine Stimme mehr gehabt. Na ja, ist schon recht, Frau Brunner. Jetzt hätte er gern die Speiskarten. Okay, wer ist im Winter nicht einmal ein bisschen erkältet? He? Sie meinen es ja besonders gut mit Ihnen, die Frau Brunner. Ja. Vielen Dank. Schön brav, gell? Unzählige Tests haben bewiesen, dass Katzen und Hunde zwar unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterm Strich aber wohl ähnlich intelligent sind. Was ist denn mit dir, Brunner? Hast du das jetzt vielleicht verstanden, was ich da gelesen habe? Geh, du brauchst dich doch noch nicht ärgern. Nein, schau, das Herrle, das glaubt doch das selber nicht. He? So, das muss jetzt eigentlich klangen, da, was das Ganze ist. Gell? Ja, also, du, wir können noch nicht spazieren gehen. Nein, du warst ja schon mit der Toni unterwegs. Ich muss jetzt noch ein bisschen üben, die Rede. Ja, verstehst du? So, jetzt pass auf. Liebe Katzenfreunde, in deutschen Haushalten leben 7 Millionen Hunde, aber 12 Millionen Katzen. Damit sind die Nachfahren der Falbkatze das beliebteste Haustier. Hast du das jetzt vielleicht auch verstanden? Hä? Was soll man sagen? Die innige Freundschaft zwischen Mensch und Katze.